Servus Freunde, willkommen zum neuen Video von mir. Heute mal ein ganz anderes wildes Thema. Und zwar geht es um die mentale Stärke beim Motorradfahren, die in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. Ich habe mir vorhin nie so Gedanken drüber gemacht, aber ein, zwei Bücher verschlungen und dann bekommt man eine ganz andere Sichtweise. Und zwar, na klar, sollte man sich beim Motorradfahren. Motorradfahren ist ganz klar eine Sache, wo man Skill haben muss. Du brauchst ein bestimmtes Skill-Level, um halt wie hier im Schwarzwald in den Spitzkern und so weiter klarzukommen. Brauchst du ein bestimmtes Skill-Level, du musst wissen, wie funktioniert das, bestimmte Kurventechniken, drücken, legen, Hang-off, Mang-off, was nicht so alles gibt. Muss man so ein paar Grundlagen haben, aber. Servus Freunde, ganz kurze Unterbrechung, Werbepause. Da es in diesem Video um die Sicherheit geht, möchte ich euch ein Stück weit auch was zurückgeben, dafür, dass ihr meine Videos immer schaut. Mit dem Rabattcode KK5 könnt ihr jetzt bei MotoPerfect ein Motorradtraining buchen, ein sogenanntes Kurventraining auf dem Heidbergring, auf dem Harzring, Spreewaldring, es wird noch einiges dazukommen. Es gibt instruierte Fahrten, Einzelinstruktionen, Videoturns, freie Fahrten und alles ist im Preis mit inbegriffen. Schaut mal vorbei. Ja, vielleicht sehen wir uns dort. Vielen Dank. Weiter im Video. Was du auch brauchst, ist innere Ruhe und einen klaren Kopf, einen klaren Verstand. Einfach auch darum, wenn eine Situation ist, etwas heikel ist, du weißt nicht genau, scheiße, es wird eng oder so, nicht einfach in die Bremse kloppen, da passieren nämlich sehr viele oder auch die meisten Unfälle, würde ich fast mal behaupten. Gerade in der Kurve haust du die Bremse, das Ding stellt sich auf. Immer Ruhe bewahren, man weiß, das Motorrad kann mehr als man selbst in den meisten Fällen. Die Reifen können mehr als man selbst und da muss man einfach mal die Ruhe haben und auch den Mut reinzudrücken, reinzulegen, was auch immer, wenn es mal brenzlig wird oder vernünftig in die Kurve reinzubremsen, all diese Dinge. Servus, ja moin. Versteht ihr, da braucht man eine gewisse Mentalität, eine gewisse Herangehensweise. Wenn man von vornherein Angst hat, sollte man es am besten eh lassen, also zumindest nicht komplett, aber halt die Angst aufarbeiten, sag ich mal. Aber auch reicht schon, wenn man sagt, ja, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht, ich bin zu dies. Lasst das weg. Redet euch gut zu. Das ist wirklich wichtig. Ihr bekommt das, was ihr aussandt. Wenn ihr immer schlechte Gedanken habt, immer negativ, ja, die Kurve kriege ich nicht, das kann ich nicht. Ja, was soll dann kommen? Dann werdet ihr natürlich da auch nicht perfekt rumkommen, ne? Aber gesunder Mut, Selbstvertrauen ist sehr, sehr wichtig. Eine Opferrolle bringt euch rein gar nichts. Bringt euch einfach nichts. Angst bringt euch auch nichts, nichts. Und deswegen immer klaren Kopf haben, selbstbewusst, trainiert, übt und da kann es auch nur besser werden, wirklich, vertraut mir. Ich hatte schon viele Unfälle, 4 oder 3 Stück, bin ich der Meinung, immer wieder hochgekämpft, Motorrad neu aufgebaut, nicht getauscht, immer noch dasselbe Motorrad, mit dem ich schon 3-mal, 4-mal lag, hab mich zurückgekämpft, das Motorrad zurückgeholt, aus aussichtslosen Situationen manchmal. Und ja, auch für mich, ich bin vor kurzem erst wieder auf die Fresse geflogen, auf der Rennstrecke zum Glück, aber trotzdem, auch wegen dem technischen Defekt, auch da muss man den Kopf ganz klar ja, sortieren und nicht mehr daran denken, ja, jetzt war die Bremse ein bisschen so, könnte immer wieder passieren, was mache ich jetzt? Weg mit den Gedanken, weg! Versteht ihr? Unsicherheit im Kopf bringt auch Unsicherheit auf dem Motorrad, bringt Unruhe und in ernsten Situationen wird es dann auch blöd meistens. Deswegen wirklich, trainiert eure Gedanken. Immer positiv, Freunde. Und das sage ich euch. Jeder, der mich kennt aus meinem Freundeskreis, wird euch bestätigen, dass ich nicht der Positivste bin. Aber ich habe mich dahin entwickelt. Und es hat mir wirklich viel gebracht. Muss ich wirklich mal sagen. Und was ich jetzt auch gerade sagen muss, ich bin ja 1000er Fahrer normalerweise. Der 600er, wie ich jetzt habe, ist einfach Gold wert, Alter. Wie geil fährt sich das? Wie ein Fahrrad. Gerade in den Kurven. Was ist das denn? Wieso habe ich eine 1000er gekauft? Wieso? Geil. Sarah, dein Motorrad kriegst du nicht wieder. Kriegst du nicht wieder. Bleib bei mir. So, back in the building, back zum Thema. Back, worauf ich hinaus wollte. Hier oben müsst ihr ganz klar sortiert sein. Eine Richtung, keine Zweige, keine Abwege, nichts. Nur gerade, nur straight, nur positiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr müsst mir nicht glauben, es gibt ganz viele Stars. Erfolgreiche Menschen, müssen ja keine Stars sein, aber Unternehmer, was auch immer. Michael Jackson hat sich einen Zettel ans Spiel gehangen.
gehangt, gehängt, keine Ahnung, rangeklatscht. Ich bin der King. I am the King. Und das wurde er wurde der King. So müsst ihr denken, Alter. Und nur so werdet ihr, ach du Scheiße, hier Dreck, guck mal. Bestes Beispiel. Ich sehe diesen Dreck, weil ich schon mal einen Unfall hatte wegen so einer Scheiße. Und ich greife sofort in die Bremse. Und dann direkt das wieder erwischt. Das muss raus. Diese Gedanken müssen raus. Nicht hingucken in diesen Dreck. Und dann fahrt ihr da auch nicht rein. Und ihr könnt da eh nichts machen. Bremsen hätte mich gerade nur aus der Kurve rausgehauen. Deswegen, so hier, bestes Beispiel. Ich muss das auch trainieren. Dass ich die Angst unter Kontrolle, oder das heißt die Angst, den Schrecken unter Kontrolle habe. Alles mit der Ruhe. Hektik bringt gar nichts, außer Unruhe. Und Unruhe wollen wir nicht. Berg runter ist gar nicht meins, aber selbst das gefällt mir auf dem 600er wesentlich besser. Ja, ich rede von mentaler Stärke und mir passiert selber sowas. Ja, Freunde, was soll ich dazu noch sagen? Es gibt ein paar Bücher, die man lesen kann. Es gibt sogar Mentaltrainer für Motorräder extra. Es hat einen Grund. Es hat einen Grund, warum es das gibt. Aber ihr könnt euch auch selbst trainieren. Selbstbewusstsein hilft da wirklich sehr viel. Sehr, sehr viel. Selbstbewusstsein ist sehr wichtig. Das kommt durch Sport, das kommt durch viel, ja, durch viel Fahren, durch Üben, durch Erfahrung, durch Erfolge. Kleine Erfolge bringen auch sehr viel. Geht dem einfach nach. Und ihr werdet merken, ihr werdet schnell sicherer und besser auf der Straße, falls ihr auch solche Probleme manchmal habt. Und ich habe sie sehr oft gehabt. Am Anfang maximal oft. Gerade nach dem ersten Unfall. Ich bin hier im vierten Gang, was soll das? Boah, ist das geil, mit der 600er hier lang zu knallen. Gerade nach dem ersten Unfall, nach dem zweiten war es noch schlimmer, weil ich mich auch selbst verbremst habe im zweiten Unfall. Habe ich direkt in der Kurve gesehen, was gar nicht der Rede wert war. Habe in die Bremse gehauen aus Unsicherheit. Einfach aus dem Schreck, aus dem Affekt raus. Und dieser Moment hat mich ins Grüne gekatapultiert, mir einen Knochen gebrochen und 3 oder 4 OPs hinterlassen. Freunde, das hätte ich alles vermeiden können mit der richtigen Kopfeinstellung und dem richtigen Gedanken. Und können auf dem Motorrad natürlich auch. So, das war's. Bin ich im kurvigen Gebieten. Ich glaube, es wird reichen zu dem Thema. Macht euch darüber mal Gedanken. Gibt auch, wie gesagt, ein paar Bücher. Gibt auch genug andere Videos darüber. Irgendwie werde ich mich konzentrieren, um nach Hause zu kommen. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Folgt, abonniert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so für Themen haben wollt. Wo seid ihr unsicher? Wo braucht ihr Unterstützung? Wo braucht ihr eine Meinung vielleicht? Ich bringe sie euch. Danke, Freunde, fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.